Moin moin liebe Freunde und willkommen zurück hier zu Sky Factory 3 und ihr kennt das Ganze bestimmt schon. Es kommt jetzt ein kurzes Intro, danach folgt die Folge. So, dann sage ich nochmal hallo und willkommen zurück hier zu Sky Factory 3. Letztes Mal haben wir ja gesagt, oder besser gesagt, habe ich ja gesagt, ich will demnächst mal anfangen und will die Rohstoffproduktion ein bisschen automatisieren. Genau das werden wir jetzt in Angriff nehmen. Das wird jetzt in den nächsten Folgen passieren. So, lass mal gucken. Als allererstes mal müssen wir hier und hier einen Weg freigraben. So, damit wir wissen, wo wir überhaupt nach oben müssen. Hab ich überhaupt noch... Moment. Nein, ich muss mir noch ein paar Itemleitungen machen. Das sind die hier. So, und dann brauchen wir noch 30 davon. Muss ich auch demnächst mal wieder machen. 30, so. Dann können wir jetzt gucken. Dass wir hier ein bisschen zu Potte kommen. Na, was ist? Gut. Dann geht das bis hier hin. Ups. Du solltest da eigentlich nicht hin. Ich befinde mich hier übrigens gerade auch in einer neuen Aufnahmesession. So, die setzen wir mal hier hin. Obwohl, nee, das machen wir ein bisschen anders. Das machen wir ein bisschen anders. Hier haben wir den Weg nach oben. Wir nehmen uns mal einen Stack Kobbel mit. Dann können wir nämlich... Acht. Dann können wir die hier hin dran setzen. Acht. Da unten drunter hätte ich gerne Fackel. Nur aus Vorsicht. So. Dann brauchen wir wieder eine Capacitator Bank. Dazu brauche ich 4, 8. Wir machen gleich 2. Ups. 8, 16. Die Stufen mal wegtun. Oder wie sie in der Fachsprache heißen, Slabs. So, und 32 Goldnuggets. So. Acht und acht. Gut. Ach Gott, wir haben ja hier noch. Na komm, machen wir noch einen. Können wir uns gleich 3 machen. Ups, 2 und der Kupferbarren hier. So, können wir uns gleich 3 Capacitator Banks machen.
Kapazitäterbanks, für die Leute, die nicht wissen, was das ist, das ist nichts anderes wie eine große Batterie. So, dann brauche ich 4, 8, 12 Eisen. Die braucht man in so vielen Modpacks so oft. Ich brauche schon gar nicht mehr gucken. Ich weiß, wie das Ganze gebaut wird. Hier können wir das Ganze ransetzen. Dann können wir hier nämlich jetzt hergehen. Ich habe extra schon ein bisschen vorgearbeitet, habe ein paar Energieleitungen gemacht. Gleich die verbesserten Energieleitungen. So. Und dann brauchen wir jetzt noch Flüssigkeitsleitungen. 22 habe ich nur noch. Oh, das könnte eng werden. Das könnte eng werden. Einer noch, dann können wir hier runter. Dann können wir das Ganze von hier oben aus bearbeiten, fertig bearbeiten. Ach, da habe ich mir Gedanken um nichts gemacht. So, das kann jetzt erstmal hoch. Jetzt brauche ich den Jeter-Schraubenschlüssel, damit ich das Ganze hier verbinden kann. Genau. So, die laufen und hier müsste. Oh, wir bekommen gut Strom. Ja. Gut, dann müssen wir jetzt mal anfangen und müssen hier ein paar Autohammer bauen. Da vorne haben wir schon einen. Den baue ich mir mal ab. Den brauche ich dann ehrlich gesagt momentan nicht mehr. Obwohl. Den könnte ich eigentlich hier hinsetzen. So. Ja. Ich weiß nicht, ob das in einer der Aufnahmen ist, die ich wegwerfen musste, oder in einer der Aufnahmen, die ihr schon gesehen habt. Ich bin am Überlegen, hier diese vier Magmatic Generators wegzumachen, nach hier unten zu verlegen, dass wir hier einfach so eine Art Energieleiste bilden. Dann muss nämlich auch die Lava nicht so weit transportiert werden. Dann könnte ich nämlich da oben schön alles vollkleistern mit Maschinen. Das ist der Hintergedanke dabei. Ich glaube, das mache ich auch. Ich glaube, na, komm, geh runter. Ich glaube, das mache ich auch. So. Hier. Dann noch ihr. Können wir auch wieder von oben machen. Ich muss mal zusehen, dass ich mir demnächst irgendwie einen Angelsring mache oder ein Jetpack. Hat genau gereicht. Nice. So, nein. Ja. Dann haben wir jetzt hier den Anfang von der Energieleitung. Wir haben 470 RF pro Tick. Lass mal was gucken. Lava Generator von Simple Generators. Was braucht man dazu? Machine Frame. Dazu brauchen wir Lapis Gold. Denn die kann man auch upgraden. Ich glaube, die werde ich mir jetzt mal zusammenbasteln. Erstmal die Nacht überstehen. Bevor man hier irgendwas anfangen kann mit Technisierung, muss man echt erstmal gucken. Muss man echt erstmal gucken, dass man eine gescheite Stromversorgung hat. So, wir brauchen Lapis, dann nehme ich zwei Stack. Die können eigentlich mal so langsam aber sicher weg.
So, eins, zwei. Dann brauchen wir zwei Stack Gold Nuggets. Eins, zwei. Und vier Stack Eisen. Ups, das sind fünf. Zwei, drei, vier. Die können weg. Jetzt brauchen wir Elektrum. Elektrum macht man folgendermaßen: Doppelpunkt, Komma, Strich. Electrum Grid, Silver und Gold. So, dann nehmen wir uns mal einen Stack Gold und einen Stack Silber, genau. Und stellen uns ein bisschen Elektrum her. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Ups. So, Essen bleibt weiterhin hier. Die Erze können wir mal, oder die Rohstoffe besser gesagt, können wir mal wegräumen. Elektrum räume ich dann nach hier oben. Ich habe übrigens hier unsere Squid Farm ein bisschen mehr automatisiert. Das heißt, ich kann und habe hier alles mit einer zweiten Reihe Slabs ausgelegt. Das heißt, man kann jetzt hergehen, kann hier einschalten, dann kommt hier oben wieder das Wasser und die Squids spawnen. Alles schon ausprobiert, funktioniert wunderbar. Das heißt, ich kann mir jetzt tonnenweise so viel wie ich möchte, wenn ich denke noch Netherquarz, danke, jetzt habe ich das Wort habe, kann ich mir mehr als genug dunkles Quarzglas machen für die Monsterfarm. Die Besonderheit beim dunklen Quarzglas, wer ein bisschen die Sendung, die Serie verfolgt, weiß es. Das Besondere bei dunklem Quarzglas ist eben, dass dort Creeper explodieren können und es macht dem Glas nichts aus. Das ist nämlich explosionssicher. So, Soul Sand. Ich bin am Überlegen, ich bräuchte nämlich auch noch einen Bereich für Soul Sand. Ich da einfach hier in die Mitte oder da hinten könnte ich eigentlich Soul Sand machen. Ja, das Ganze kann man auch kompakter bauen. Aber warum? Warum sollte ich? Was habe ich denn hier? Potzoll. Na gut, Potzoll. Ich warte immer noch auf genug Elektrum. Müsste durch sein, da? Ja. Haben wir noch ein bisschen Gold. Gut, können wir das Elektrum auch wegräumen? So, Engineers Hammer, gut. Da brauche ich zwei Stöcke, einen Faden, den wir hier haben. Und zwei Eisenbarren. Nun gut, so. Dann brauche ich jetzt noch einen Redstone-Block und drei Kupfer. Ja, wir machen erstmal vier Stück. Die kamen unten hin, ja. Warte, warum mache ich es mir so schwer? Lava Energy. Wunderbar. Wie gradet man die ab mit einem dynamischen Kristall, Smaragd und dynamischer Nugget? Ich bin echt am Überlegen, ob ich mir gleich 8 mache und gleich ein MK2 baue. Mache ich auch. So, dann brauche ich so einen Barren und solch eine Enderperle. Ach so.
Da war ja was. So, der kämpft verzweifelt gegen das Verbrennen. Stimmt, warte mal. Bis hierhin habe ich nicht gebaut, ne? Nee. Ich müsste noch eine Reihe dranhängen. Wir uns mal ein bisschen hiervon. Weil ich will nicht unbedingt die Flüssigkeitsleitung verlieren. Zwei. So. Die Flüssigkeitsleitung müsste ich jetzt eigentlich abbauen können. Mir fällt gerade was auf. Ich müsste doch rein theoretisch auch hierhin bauen können. Sind wir bei 11 Millionen RF, die gespeichert werden. Dann kann ich hier den wegnehmen. So. Und jetzt müsste oben eigentlich verbunden sein. Genau, dann können wir hier nämlich rausnehmen. Können den abbauen. Können hier ein bisschen abbauen. Ups. Wie schwebst du da oben? Okay. Die können wieder weg. Das Gold müsste mittlerweile geschmolzen sein. Jo. Sehr gut. Was haben wir hier? Hier haben wir Prosperity Shards. Okay, die nehmen wir mal da raus. Kommen dafür hier irgendwo da oben rein. So, Schlüssel wieder nach oben. Dann brauchen wir noch ein Smaragd. Ach, davon. Dann können wir es gleich hier erledigen. Lava Generator MK2. Sehr, sehr, sehr gut. Können wir den noch hier hin? Ja, der produziert so ein ganz klein wenig. Ach, wir haben ja noch Stein dabei. Das ist vielleicht auch ein Vorteil. Dann machen wir es wirklich so, dass ich hier
Quatsch, ja. Dass man hier die Lava Generator aufstellt. Dann machen wir es wirklich so. So, Flüssigkeitsleitung kann ich mir ja gleich abbauen. Werden hier nämlich auch. Oder warte mal. Mir fällt gerade was ein. Ein Magnet. Ring der Magnetisierung? Nein, Elektromagnet von Ender.io. Da brauchen wir auch wieder einen dynamischen Kristall. Okay. Den können wir uns ja jetzt leisten. Ich sollte mir überhaupt mal ein paar mehr machen. Steht immer noch auf nur Legierungen. So, dann können wir nämlich die Kondensatoren auch ein bisschen upgraden. Und können uns demnächst dann auch sogar schon überlegen, ob wir die Capacitator Banks upgraden. Hier. So, ein Smaragd und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nein, ja. So. So, dann brauchen wir noch zwei elektrische Stahl. Die habe ich doch, glaube ich, irgendwo gefunden, oder? So, wer sucht, der findet. Ein elektrischer Stahl. Warte mal, elektrischer Stahl. Wie wird denn der hergestellt? Silizium, gebrochene Kohle und Eisenbarren. Okay, Kohle. Wir uns mal einen Stack Kohle, lassen die hier durchjagen. So, dann mache ich mir, wie gesagt, jetzt erstmal einen Elektromagneten. Dann kann mir nämlich das ganze Zeug hier nicht mehr wegfliegen. So. Und ich sehe gerade, jo, wir haben auch schon eine gute Länge erreicht. Das heißt, ich werde jetzt das Video beenden. Danke euch fürs Zuschauen. Wem es gefallen hat, der kann natürlich gerne unten einen der Daumen drücken, entweder den nach oben oder nach unten. Und wenn ihr da unten schon seid, drückt doch bitte auch den Abonnier-Button. Hilft mir ein bisschen was. Danke, bis zum nächsten Mal. Bye-bye und tschüss. Tell me that you love me.